willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich bin durch mit dem Feld. Das heißt, wir fahren jetzt mal schnell auf den Hof. Sollte vielleicht warten. Vielleicht warten, bis der Anhänger die Sämaschine geschlossen ist. Wir fahren auf den Hof. Und werden dann das Auto holen. Oder das Auto nehmen. Und damit rüber zum Schweinebauern fahren. Damit wir die Schweindel abholen können. Nee. Wenn ich vom Hof losfahre, dann werde ich ihn mal schnell durchklingeln. Nummer habe ich inzwischen gespeichert. Rückruffunktion ist sowas Tolles. Ich mag das übelst. Viele Nummern habe ich gar nicht gespeichert, sondern ich weiß ungefähr einen Teil der Nummer und das reicht mir dann. So. Ja, was hatte ich gesagt? Mohn pflanze ich auf den letzten Feldern. Dann stelle ich gleich schon mal ein. Schick, 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 ey. Holla, die Waldfee. Dann fahren wir mal gemütlich rüber. Achso, ich wollte noch anrufen. Ne? Klingelingeling. Nehmen wir Satya. Ja, Volker Wagner, hallo. Grüße. Ich wäre jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Kein Problem, ich dünge nur schnell fertig und bin dann auch am Weg zum Hof. Gut, dann treiben wir die Dinger rüber. Danke, kein bis Problem, gleich. Mach mal, bis gleich, ciao. Ciao. Gut. Da könnte man vielleicht auch mal kurz quatschen über seinen Plan der Agrargenossenschaft. Also was er sich darunter vorstellt. Weil, ja, müssen wir einfach drüber reden. Ups. Da war ich zu neugierig. So. Die Hupe klingt ein bisschen fehl am Platz. Müsste ein bisschen dumpfer sein. Oh. Servus.
Ich fahre ja gleich wieder raus, von dem her stelle ich den, glaube ich, einfach mal hier ab. Ah, da ist er. Der Viehanhänger. Ah, da hinten. Ach, da kommt er ja schon. Hallo. Hallo. Sie kennen sich noch aus am Hof bezüglich. Ja, den LKW habe ich gefunden, den Anhänger da hinten und der Stall ist da drüben. Ja, genau. Aber bevor ich loslege, bevor wir loslegen, vielleicht. Also Moment, erstmal überweise ich Ihnen die 24.000. Habe ich nämlich inzwischen zusammen. Und das freut mich. So. So, und dann bezüglich der Agrargenossenschaft. Was stellen Sie sich denn darunter vor? Ja, na, dass man sich auf Feldarbeit gemeinsam unterstützen, helfen und versuchen halt miteinander zu wirtschaften. So war der Plan auch mit dem Herrn Diesel und mit dem Herrn Müller, also mit dem, der Schafbauer. Hat ja da auch noch zugehört. Okay. Das, das Ganze auch Agrargemeinschaft Nord-Süd genannt. Aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Ich meine, das Problem ist halt, dass man muss halt, wenn man eine Genossenschaft wieder gründet, halt miteinander arbeiten. Sprich, man muss sich absprechen, was man wirklich gegenseitig anbaut und sich dann halt auch finanziell gegenseitig teilweise unterstützen. Genau, darauf war es ausgelegt. Mein Gedanke war damals, dass ich die anderen zwei eher unterstütze, was jetzt das Finanzielle angeht, weil die irgendwie nicht so recht vorangekommen sind. Keine Ahnung, woran das jetzt genau liegt. Ich sehe das auf diesem Hof eigentlich schon katastrophal, weil das Feld im Prinzip sehr blöd liegend gekauft wurde. Ja, okay, kann man jetzt nicht ändern. Ich werde es jetzt versuchen, besser zu machen. Werde zum Beispiel eine Merkwürdigkeit war, dass der Diesel dann plötzlich noch eine zweite Sämaschine gekauft hat, obwohl wir ja eine hatten. Das war dann ein bisschen ungeschickt finanziell. Okay, das ist natürlich dann klar. Und jetzt hat er natürlich noch die Schreinerei gekauft gehabt, die natürlich auch nicht gerade billig ist, beziehungsweise auch das Material dafür, der Ankauf nicht ganz billig ist. Aber die habe ich jetzt einmal abgestoßen, verkauft sozusagen wieder. Das heißt, Sie haben die komplette Vollmacht gekriegt? Ich habe die komplette Vollmacht jetzt im Moment. Oh ja, okay. Bis er wieder zurückkommt. Und dann werde ich immer mal zurechtstutzen. Ja, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Also sollte es... Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was die Agrargenossenschaft angeht. Ob ich das jetzt nochmal eingehen soll? Ich muss sagen, für mich war es ein absolutes Verlustgeschäft, weil ich dann auch jede Woche, ich glaube 1.000 oder 2.000, ich weiß schon gar nicht mehr, an die beiden anderen Beteiligten gezahlt habe. Was ist denn da draußen für ein Betrieb los? Da fährt einer nach rechts, einer nach links, geht's richtig ab da draußen. Ja, na, der Hof ist im Moment Wahnsinn, was da abgeht. Ständig nur Verkehr bei mir. Ja, muss ich mal einen Blitzer aufstellen. Wäre vom Vorteil. Oder eine Zählmaschine, wie viel Verkehr da wirklich vorbeiläuft. Ja. Auf jeden Fall hat sich deshalb das finanziell für mich gar nicht gelohnt. Und eigentlich war dann die Absprache, dass die beiden hauptsächlich bei mir die Feldarbeit machen. Oder mitmachen. Weil ich halt noch so viel im Forst zu tun habe. Ich hätte damit kein Problem. Also ich würde da voll unterstützen. Und wenn es heißt, Feldarbeit bei euch drüben, absolut kein Problem. Ich habe halt ziemlich viel im Forst zu tun. Ich habe ja noch Holzkohle und Holzscheitel und Bretterpaletten und
Karton, Papier, ein Zeug, was ich da herstelle. Deshalb, das kommt meistens ein bisschen zu kurz. Das ist verständlich. Ich könnte ja überall ein bisschen da mithelfen, wenn wir wirklich eine Genossenschaft wieder eingehen wollen. Okay. Also Sie können es sich ja gern überlegen, Herr Varuna. Ja. Und man kann sich das ja in den nächsten Wochen einmal noch einmal zusammensetzen und dann darüber reden. Ja. Falls es nicht dazu kommt, will ich gleich mal in offenen Karten schwätzen. Gibt es dann noch einen Anhänger, der von der Gemeinde bezahlt wurde und uns spendiert wurde? Der hat noch einen Wert von ca. 30.000 Euro. Okay. Würde heißen, dass Sie auf jeden Fall einen Zehner davon bekommen würden. Würde ich natürlich jetzt in dem Fall einmal nicht nein sagen, weil ich eh geldknapp bin und mir gewisse Sachen leisten sollte. Aber dadurch, dass wir jetzt einmal die Überlegung haben wegen dieser Agrargenossenschaft, dass man sie vielleicht wieder aufbaut, halt ohne Schafbauer, würde ich einmal sagen, lassen wir das einmal, bis wir uns vielleicht einig sind oder auch nicht. Ja. Also ich behalte mir diese 10.000 einmal im Hinterkopf, aber lieber wäre es mir, ich würde sie nicht benötigen. Also dass ich sie bekomme, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite, Sie haben ja da hinten noch diesen grünen Anhänger stehen. Weil auf der anderen Seite hätte ich überlegt, der da gehört, glaube ich, nicht Ihnen, oder? Der Fendt. Ich weiß es gerade gar nicht, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Dachte, der gehört dem Herrn Krüger noch, dem neuen Lohnunternehmer. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bin ich Ich mir auch. muss mich da sowieso mal durchfragen, wem was gehört auf meinem Hof. Ja. Also wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich Ihnen nicht einfach den Anhänger ausbezahle und Sie den durchaus kostenfrei nutzen können, wenn Sie ihn brauchen. Weil der hat halt, da gehen über Der Fendt, 80.000, der 80 Tonnen rein. Fendt-Ladewagen gehört mir. Ah, der gehört doch Ihnen. Okay. Okay. Also das wäre eine Überlegung, die ich habe, dass ich Ihnen den einfach auszahle. Wir können auch eine Agrargenossenschaft machen, ohne dass wir uns gegenseitig teilweise, ja, wir bezahlen uns zwar gegenseitig, aber wir helfen uns trotzdem untereinander, so wie es halt andere auch machen. Ja. Also ich meine nur Leistung gegen Leistung, also Ja. Sie verstehen mich jetzt hoffentlich richtig. Ja, ich habe ja auch einen Drescher drüben, also den hat der Diesel eigentlich auch immer genutzt. Das war kein Thema. Das wäre nicht schlecht, wenn ich den dann vielleicht auch nutzen könnte, aber dazu müsste ich ja eh sowieso zuerst zu Ihnen in die Fahrschule kommen. Ja. Wurde mir zumindest gesagt von manchen Leuten. Ja, aber Drescher, da können wir einmal über die Wiese juckeln und dann ist das gut. Da braucht Okay, er jetzt kein Problem. nicht so viel. Der fährt ja sowieso nicht so schnell. Maximal 42 aus einer Fahrt. Ja, genau, ich habe einen Rostelmesh. Einen 6. Oh, ich weiß gar nicht, was für einer das ist. Den habe ich vom Jürgen Rasex damals abgekauft. Der fährt 40 von dem her. Aber 9 Meter Arbeitsbreite, das Schneidwerk, das ist eigentlich okay. Ich würde es jetzt mal so machen. Wir behalten das mal im Hinterkopf mit den 10.000 und wir überlegen einfach mal bis nächste Woche oder so und dann schauen wir mal weiter. Ist absolut kein Problem. Nächste Woche bin ich hier. In 2 Wochen habe ich kurz einmal Urlaub, auch vom Hof. Und in 3 Wochen bin ich dann auf jeden Fall auch wieder hier. Super. Okay. Gut, dann würde ich mir Dass einen Sie LKW Bescheid nehmen. wissen, dass Sie mich nächst in 2 Wochen nicht sehen. Ja, das kriegen wir schon hin. Irgendwie werden wir uns zusammentreffen. Und das auf Dann jeden Fall. würde ich mal mit dem LKW ranfahren und Sie treiben die Dinger dann rein. Kein Problem, können wir machen.
nicht, weshalb der sich den erholt. Windiger als ein. Ich bin schon am Überlegen, ob ich den nicht wieder abstoße. Ah, wem? Den LKW. Ich bin kein Fan davon. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht. Dieser amerikanische Style, der gefällt mir nicht so wirklich. Ja, die Hupe ist okay. Ja, die klingt doch nicht schlecht. So, Achtung. Geht, retour. Gut oder weiter? Gut, passt, stopp. Ich glaube, Sie müssen den Traktor bei mir abholen. Wie viele Schweine sind denn da jetzt drinnen? Können Sie mal nachschauen? Sehe ich so nicht. So. Sie müssen mal den Traktor holen von mir. Den alten Case. Werde ich mich dann morgen darum kümmern. Oder haben Sie nicht am John Deere auch einen Frontlader dran? Könnte möglich sein, dass da ein Frontlader ist, weil ich müsste da mal zusammenräumen. Ja, hier müssten Sie mal zusammenräumen. Ja, ich sehe es. Wie gesagt, ich bin heute den ersten Tag hier. Ja, dafür haben Sie schon einiges geschafft. Ja, ich habe zumindest einmal gekalkt und gedüngt und jetzt räume ich da noch ein bisschen zusammen und dann geht's ab ins Bett. Ja. Aber wissen Sie was? Eigentlich können dafür. Schmatz mal nicht so, ey. Eigentlich können die fast die ein Drittel der Schweine mir. Ach so? Ja, nämlich damals dem Diesel habe ich ein paar Schweine spendiert, damit der Zucht machen kann. Und daraus sind dann einige Schweine mehr geworden. Okay. Das war der Grund, weshalb der Diesel mir die Schweine immer kostenlos gegeben hat. Dann können Sie sich ja gerne dann noch einmal 30 Schweine holen. Ja, wenn es dann soweit ist. Das gucken wir dann. Kein Problem, sagen Sie mir einfach nur Bescheid und dann passt es schon. Ja. Machen wir dann das nächste Mal. Kein Problem. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ich fahre mal rüber zum Metzger, dass die heute Nacht was arbeiten können. Ebenfalls. Tschüss. Danke. Ciao. Dann nochmal 30 Schweine umsonst kriegt, dann ist er gut. Das ist ja, du sag ich diesen, sag ich nicht nein, ne? Ups. Einfach rausspringen ist keine gute Idee. So. Aber ja. Soll ich jetzt. Soll ich jetzt wirklich wieder eine Agrargemeinschaft bilden? Wenn ich ehrlich bin, habe ich da gar keine Lust zu tun.
Weil es heißt dann wieder eher Verpflichtungen. Aus meiner Sicht wäre es kein Problem zu sagen, er kann meine Maschinen mit benutzen und weiß was ich was. Und bezahlt dann er bezahlt dann lieber jedes Mal eine Gebühr, eine geringe. Und damit ist es erledigt, wie sich jetzt tatsächlich wieder eine starre Verpflichtung aufzuerlegen. So ist mein Gedanke, zumindest im Moment. Gerade mal in Metzgereien. Warte mal, können wir auch da gucken. Wir haben 3,8 und 3,0. 24.000. Gut, und dann gucken wir mal, wie viel da jetzt am Ende rauskommt. Vor allem, was der Verkaufspreis dann dafür ist. Ach, dieser Trailer, ey. Ich hasse ihn. Durch das, dass die Achsen an dem Trailer so weit hinten sind, ist der so ungelenkig zu fahren. So, liebe Leute, das war's aber von der heutigen Folge Real Farming. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass ich hier jetzt noch rauskomme. Dann bringen wir den LKW zurück zum Schweinebauern. Und dann werden wir uns auch auf den Weg nach Hause machen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.